Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir waren des Längeren im Theater gewesen, haben uns da die gesamte Vorstellung angeschaut und das war bevor ich nach Gendel war. So, jetzt bin ich wieder da und habe natürlich alles vergessen. Unter anderem auch, wie man schießt und zielt und vor allem, was wir sonst gemacht haben und was wir jetzt machen wollen. Das heißt, ich schaue jetzt ganz frech einfach mal nach. Was haben wir denn so alles auf der Liste? Wir haben Hossa. Wir haben einen Steckbrief in Rhodes, einen neuen, weil da hatten wir ja schon Salt and Pepper, also Black and White. Mr. Black, Mr. White, der eine war schwarz und hieß weiß und der andere war weiß und hieß schwarz. Ja, ja, so war das. Fingerpoker, Barbier, da kommt sonst nichts weiter, also vor allem keine unbekannten fremden Personen, Ricks Gefangenenlager. Wäre da was, was man hätte machen sollen, tun müssen können? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man da Gefangene abliefern. Keine Ahnung. Nun gut, ich denke mal, wir machen mit der... Ich habe gesagt, immer erst die weißen, dann die gelben Sachen. Das heißt, wir machen den... wir schauen uns den Steckbrief an. So, und ich wollte ja eigentlich irgendwann die Verbundenheit zu meinem Pferd ein bisschen... Zu diesem Pferd ein bisschen steigern, weil das hat ja mal gar nichts auf dem Kasten. Aber das war das Anfangspferd, ganz am Anfang, wie ich mir den anderen, wie wir da zum Pferdekauf geführt worden sind. Wo ich mich entschieden habe, dieses Pferd nicht zu verkaufen. Jetzt müssen wir natürlich erstmal aus dieser... kleinen schnuckeligen Siedlung raus, ohne dabei jemanden über seinen eigenen Haupt zu reiten. Und im Gegensatz zum Online-Modus ist hier richtig Verkehr. Aber so richtig Verkehr. Falsch abgebogen. Oder das Navigationsgerät hat sich kurzfristig umentschieden. Das kann man ja alles nicht immer so hundertprozentig genau sagen, ob ich mich hier verguckt habe oder ob sich das Navi vertan hat. Was, wie hier Dick? Ich heiße nicht Dick, ich heiße Arthur. Ja, das ist ein Girl, genau. Mein anderer Boy ist ein Boy. Hat das Girl überhaupt einen Namen? Okay, Girl. Yeah. Ich weiß es gar nicht. Ob er dem Zossen einen Namen gegeben hat. Ansonsten müssen wir mal gucken. Das Pferd ohne Namen ist ja jetzt dann auch nicht so. Ist das so nach dem Motto wie... Ja, kann ich ja jederzeit verlieren, hat ja keinen Namen. Das empfinde ich für nicht ganz richtig. Da sollte man sich dann schon zumindest ein klein bisschen... Ja. Hallo auch mal. Nun gut, ich hoffe, es sind nicht wieder Salt and Pepper, die zwei Schlingel. Totes Tier. Oh, it's you! Come here, please! You can see the bind I'm in. I need help again. Come on. Ach man, du bist eine Pfeife. Okay, fine. I know this doesn't look good. But I swear, I didn't do nothing wrong. All right. God, second time's the charm. I can't believe it. Oh,
I thought they were never coming off this time. I'd be done without you, that's for sure. I'll owe you till the end. Maybe someday I'll make it up to you. In some way. If I'm ever looking to collect, I'll just hang around the sheriff's office. I'm sure you'll show up sooner or later. Ja. Okay, girl. Mann. Ja. Wie kann man nur so duselig sein? Vielleicht sollte er sich mal neue Klamotten zulegen. Das könnte helfen, nicht mehr als Sträfling erkannt zu werden. Den Rest dieser Beineisen sollte er auch zuschauen, dass er loswerden. Ich könnte mir beim nächsten Mal einfach den kompletten Fuß abschießen. Und können sie nicht mehr an beiden Beinen Stummeln fesseln. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm das hilft. Das hilft ihm vielleicht nicht mehr gefesselt zu werden, aber dafür wird es auch schwieriger haben, wegzulaufen, so mit ohne Füße und so. Naja, gut, das überlegen wir uns dann beim dritten Mal. Vielleicht erschieße ich ihn ja doch noch irgendwann einfach, den Napfsülze. So, wir binden natürlich unser Pferd ordentlich an. Und natürlich machen wir es sauber, wenn wir schon anbinden. Jedes Pferd, das man geritten hat, muss man auch putzen. So. Vielleicht sollten wir uns ein kleineres Pferd zulegen. Und vielleicht sollten wir, wenn wir hier wieder fliehen müssen, irgendwo anders hin, dafür sorgen, dass wir nicht gleich wieder 100 Dollar Kopfgeld haben. Hm. Ich meine, hier werden Leute mit weniger Kopfgeld besucht. Und durch kriege ich bestimmt hin. Ja, natürlich. Ich bin doppelt so viel wert wie dir. Fast. So. Schauen wir mal, was hat er denn gemacht? Belohnung 55 Dollar für die Ergreifung tot oder lebendig von Camille de Millemont. Camille de Millemont. Das ist ein blöder Name. Er ist Mitglied der Lemoyne-Räuber. Räuber. Gesucht wegen des Diebstahls von Staatseigentum, Verbrechen gegen Staatsbeamte und Mordes an einem Postkurier. Das sind doch alles Kleinigkeiten. De Millemont ist Franzose. De Millemont. Das muss man natürlich wissen, um es einigermaßen korrekt aussprechen versuchen zu können. Und wurde zuletzt im Gebiet von Catfish Jackson gesehen. Die Belohnung wird bei seiner Ablieferung oder beim Beweis seines Ablebens ausbezahlt. H. Thomas, Büro des Sheriffs von Rhodes. Ja. Den stecken wir uns mal ein. Und wenn du ihn und seine Cronies sagst, sag ihm, dass wir nur Railway-Worker hier sind. Keine Instrumente der Tyrannie oder wie sie es formulieren. Poster Paul, Post verschicken, Zugfahrkarten, Kopfgeld, bla, bla bla, ich dachte, ich krieg vielleicht ein paar Infos. Ich bin ja nett und höflich und freundlich und sag erstmal lieb guten Morgen. Ich meine, bei dem guten Mann könnten wir jetzt natürlich auch eine Postkutsche zum Ausrauben anheuern. Da guck mal, der da drüben reitet auf einem Dackel. So. Dann schauen wir doch mal. Wir jagen das Kopfgeld. Genau, verschwinde. Schnarchnase. Schlaf dich zu Hause aus, hoppla. Alright, girl.
Ja, aber sicher aufgepasst, wie weit der Weg weg ist. Könnte jetzt natürlich ein paar Minuten dauern, bis wir dann da sind. Aber wir nehmen jeden Schleichweg. What the fuck? Aua, aua, aua. So, er hat ein zweites Loch im Kopf. Der auch. Du brauchst da gar nicht hinter dem Baum zu rennen. Ich weiß genau, wo du bist. So, komm hier. Und stirb. So. Dafür werde ich jetzt wahrscheinlich wieder angekackt. Na, sieh mal einer an. Ein Mann des Gesetzes. Moment, ich gehe erstmal außen nach hinten rum. Es ist ihre Pflicht. Nein, das ist meine Pflicht, mein Leben zu verteidigen, wenn auf mich geschossen wird. Aber nicht irgendwelche Hampelmänner, die von den Gelbhalstuch-Piraten-Räubern an irgendwelche Pfähle gebunden worden sind, von selbigen wieder loszuschneiden. Es widerstrebt mir eigentlich sogar, einem Gesetzeshüter zu helfen. Tja. Habt ihr Lümmel hier noch mehr rumstehen? Ja, das ist da drüben. So. Was kann ich da nehmen? Kautabak? Kann ich nicht nehmen, weil ich voll bin. Okay. Gesetzeshüter. Hello, Deputy. Look, them raiders blindsided me. Tied me up for some kind of ransom, I suppose. Guess that was paid, though, wasn't it? Now, come on. Na gut. There you go. Thank you. God damn these bastards. Get out of here, before any more of them come along. Okay. There might be some things here if you want them. Might just be a hero, me. Thanks again, citizen. Tja, dann schauen wir doch mal, was die da noch so rumstehen haben. Starkes Wundertonikum, was wir nicht nehmen können, weil wir damit voll sind. Und aber Heu. Heu ist gut. Heu ist gut fürs Pferd. Kekse können wir auch nicht nehmen. Da drüben ist noch eine Otrone. Nee, es ist ein Pfirsich, aber die nehme ich trotzdem, auch wenn es keine Otrone ist. Jetzt kommen dann gleich wieder Bounty Hunter und wollen mir an die Karre pinkeln oder ans Knie geschiffen oder wie auch immer. Weil ich ja schließlich auch ein Kopfgeld habe. Revolvermunition normal ist. Kann eigentlich gar nicht voll sein, weil ich geschossen habe, aber. Na gut. Ich sollte vielleicht bei Gelegenheit mal so eine Kleinigkeit essen. So ein wildes Fleisch. Ja. Kann man hier noch irgendwo was rumliegen? Da liegt wenigstens noch eine Schachtel Zigaretten rum. Premium-Zigaretten, die mit den guten Bildchen drin.
das sind normale Zigaretten? Wo sind denn die Premium? Da. Das ist schon toll. Wir rauchen eine einzige Zigarette und können eine ganze neue Schachtel nehmen. Ich glaube ja nicht, dass Arthur gleich auf einmal eine ganze Schachtel sich einfällt. Das tut nur so, als wäre es was, ist aber nichts. Ja, gut. Ich glaube, im Großen und Ganzen war es das gewesen. Ne, was zu meinem Pferd wieder laufen. Nee. Schießen hier entflohene Sträflinge die Ketten zwischen den Beinen auf und befreien danach die Deputies, die die entlaufenden Sträflinge wieder befreit haben, erstmal wieder einsperren können. Und das Ganze auf dem Weg, um selber ein Kopfgeld zu kassieren für jemanden, der weniger wert ist als wir selber. Merkt ihr auch, oder? Finde Don Camillo. Der sich da irgendwo im Wald versteckt hat. So. Probieren wir das Ganze doch mal so. Und dann gehen wir mal in den Schleichgang. Hat der da irgendwelche Dudes rumstehen? Also bis jetzt sehe ich weder ihn. Noch irgendwelche Dudes. Aber wir können, also wenn wir schon mal da waren, dann können wir auch, wenn es hier... Kentucky schreit ficken. Münzbeutel. Wenn er ihm seinen ganzen Scheiß klaut, vielleicht macht er sich ja dann auf, zu uns zu kommen. Dann muss ich jetzt ihn nicht ewig lang suchen. Oh. What? Erschossen und eine Miezemusch und hast du nicht gesehen? Was soll denn die Scheiße? Musch, greif doch die scheiß Kopfgeldjäger an. Was ist denn das hier? Willst du mich verarschen, Spiel? Wahnsinn. Wer rechnete jetzt mit so einer Kackmieze? Ich meine, ich habe irgendwas schleichen sehen, aber ich dachte, das wäre irgendein Reh oder irgendein Scheißvieh. Super.
Gut, dass ich vorher was gegessen habe, jetzt bin ich nämlich schon wieder hungrig. Tolle Wurst. Mann. Ja, stell dich beim Spielen nicht so blöd an, dann passiert das sowas. Mein Pferd ist da hinten und jetzt können wir dann. Wollen da deshalb die Dudes nicht? Untersuche das Lager. Ja, habe ich vorhin schon die ganze Zeit gemacht. Und Zeug geklaut. Das ist alles weniger als ein scheiß Kopfgeld. Ja, so, jetzt kommen die nächsten Penner. Moment, Moment, nicht so schnell. So, du kommst jetzt erst einmal her. Du wirst gefesselt, mein Freund. Oh, man. Get the fizzy rope off me, you peasant. Erstmal gibst du mir noch deinen Scheiß. Ich meinst, ob ich mich jetzt heute befinde? Wes? Nein. Ihn will ich aufheben. Nicht seine Scheißmütze von irgendeinem von den Lemon-Banditen hier. Das ging ja mal wieder. Also. You're making a big mistake. Ich habe vorher schon. Das mit dem Fehler war vorhin. You seek to deny my freedom when I fight for your. I seek to get paid, that's all. What are they offering? $100? $200? Nicht mal. Cheap son of a bitch, I almost didn't bother. What? There must be some mistake. My name is Camille de Mille. You shut up. Maul. I am no criminal. I fight for you, for all of us. Quiet down back there. I am a realist, that's all. People need hierarchy. Du bist jemand, der Schläge gerne. Aua, 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 aua. They ain't taking you to State House. Here they are. Here's where we wipe that smile off your face, bounty hunter! Go on, boys! Kill this son of a bitch! Den hätte ich jetzt nicht erschießen dürfen, oder? Fehlgeschlagen, du bist zum Gesuchten geworden. Nein, bin ich nicht. Der hat böse geguckt, der hatte was Schlimmes vor. Das, This is very kind of you. So. Funktioniert alles nicht wirklich. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass ich ein bisschen Spielpause hatte. Das läuft hier wirklich alles ein bisschen sehr verquer hier. Look at the floor for a bit. Come on, girl.
You seek to deny my freedom when I fight for yours? I seek to get paid, that's all. What are they offering? $100? $200? Bullshit. I wish you was worth $100. Cheap son of a bitch, I almost didn't bother. I am no criminal. I fight for you, for all of us, for our future. Ich kann ihn nicht schlagen mit dem Gewehr, warum nicht? In the future? Well, that won't be a concern of yours for much of longer. We gonna save you, Jamilamo! They ain't taking you to State House! Here they are! Here's where we wipe the smile off your face, bounty hunter! Yeah. Go on! You son of a bitch! Aua! Ihr habt jetzt hier nicht echt mein... Es ist also, wie ich vorhin schon sagte, einfach nur ein Pferd zu haben mit ohne Namen und dann zu sagen, das darf ja dann einfach sterben, das ist es natürlich nicht. Hier komm, kriegst du erstmal einen Keks. Du bleibst jetzt da schön brav liegen, ja, bis ich deine Kumpels geplündert habe. Und eine neue Dunstkiepe mir organisiert habe. In der Zeit konnte ich mein Pferd ein bisschen refreshen, das dank dir ja ganz gewaltig. Böse gelitten hat. So. I am a realist, that's all. Well, I guess I just ain't that civilized then. Please, take my advice. Better to. Halt's mal. So, diesmal steht auch keiner da oben, den wir aus Versehen mit erschießen könnten. Nur weil er dumm guckt. So. Hat der jetzt aufgegeben, hier endlich dumm rumzusabbeln? Das wäre dann doch bis zum Gewissensgrad wünschenswert. Jetzt haben wir echt eine ganze Folge damit verkaspert, hier ein Kopfgeld zu jagen. Das ist, weil das dann doch dezent reichlich schief gegangen ist. Mehrfach. Den Bounty Hunters erstmal haben sie nicht erwischt hier, den Kameraden, sondern sind über mich gestolpert. Dann haben sie es auch nicht alleine hingekriegt. Ich meine, die wären alle krepiert, wenn da die Muschi nicht gewesen wäre. Nein, sind wir nicht, weil... Ich bin vorne auf dem Pferd und du hinten. Das ist nicht dieselbe Seite, mein Freund. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Dieselbe Seite wäre es vielleicht, wenn wir sitzen würden. Beide auf einem Pferd. Strike me down. Sheriff, put him in the cell then. Bin schon dabei. Traitor, Sheriff Thomas. Sending this Yankee against your own. Quiet down. That's always been all you's problem. Too damn noisy for folks good. Sure. That's what we'll pay for. I guess that's what I'll have to accept then. Bin einverstanden. Sure. Sheriff, gibt es auch noch weitere einschlagen will ich nicht in den Arm, Thomas. So,
Dann würde ich mal sagen, diese Kopfgeldjagd mit Hindernissen ist dann auch überstanden. Und wir können uns jetzt... Wer ist das da vorne? Das ist wieder so ein versehrter Krieger? Naja. Gut, was das ist, werden wir uns vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer anschauen. Wie gesagt, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, das ist Joe. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss.